Es ist traurig, ne? Wir spielen jetzt seit anderthalb Stunden und ich bin schon dreimal gestorben. Oh Leute, ich glaube, ihr kriegt eure... Ihr kriegt, glaube ich, eure von mir erbrachten Liegestütze oder was auch immer am Ende bald rauskommt. Das finde ich übrigens sehr nice, dass man hier einfach nur drüber laufen muss und er das dann automatisch einsammelt. Finde ich viel, viel schöner als beim zweiten Teil. Wo man auf dem Pixel genau treffen muss, um das Ding einzusammeln. Ne? So, ich sollte jetzt, glaube ich, einfach mal hier die komischen Dinger da einsammeln. Sammle kleine Schuppen. Schnieke, das ist nicht so unnormal, dass man hier oft stirbt. Oh Gott, hätte ich mehr Tode sagen sollen? Fuck. Ich hätte mehr Tode angeben sollen und nicht nur 200. Was ist passiert? Übrigens, man kann das doch machen, wenn ich da unten das anwähle. Guck mal, wenn ich das so mache, dann gehe ich dahin. Wenn ich das so mache, gehe ich dahin. Nice. Oh, was ist das? Okay, das sieht interessant aus. Oh, gelb ist dann wahrscheinlich... Oh. Okay. Gelb ist nicht gut. Ich schwimme mal eben darüber. Erst das einsammeln und dann schauen wir mal, dass wir die Schuppe kriegen. Level 8. Shit. Bist du kleiner? Ja, du bist Level 5. Dann nehme ich dich. Kann ich die nicht angreifen? Fuck. Oh no! Lass mich raten, ich bräuchte dafür einen Fernangriff, ne? Mist. Was ist das? Mist. Ah, Schiete. Schiete. Ich muss also gucken, dass ich irgendwo... Ist aber Level 8, ne? Ist auch zu weit weg. Ah, da müssen wir mal gucken, dass wir mal einen kriegen, der irgendwo in der Nähe von Land ist. Das Wasser hier ist auch sehr schön. Das gefällt mir gut. Hat so ein bisschen was von dem Wasser in Breath of the Wild. Oh, hier sind viele. Oh, das ist ein kleiner. Den kriege ich, glaube ich. Den kriege ich. Nein! Der ist hochgesprungen, wie süß. Okay, aber das bringt mich hier gerade nicht weiter. Bin ich gerade zu schnell da lang gelaufen? Deswegen. Ja, bitte. We can definitely do this. Come on, we can do it. Light heal. Split edge. This is too easy.
Juhu, Mission erfüllt. Nice. Ruf verändert, okay. Das ist gut. So, Missionsbuch. Kaputte Uhr. Wie war das jetzt? Okay, ich muss ins Labor irgendwie stand da, ne? Okay. Puh. Okay, das war die erste Herausforderung. Ich habe sie erfolgreich gemeistert. So bin ich. Ort abwehrgeschützt, okay. 3 von 297. Nee, wir haben noch 200 gesagt. Nee, 197 to go. 200 habe ich gesagt. Daran halte ich mich auch. 200. Das Ziel, was ich nicht erreichen möchte. Hallo Dorothy. Ich frage mich, wie es meiner Kollegin geht. Sie hält hier gewöhnlich Wache am Eingang zum Wohnviertel. Sie ist schon länger bei der Truppe als ich. Wenn ich Glück habe, lädt sie mich bald wieder zum Essen ein. Aha. Oh, hi. Hi. Tauschen? Immer doch. Oh. Ja, was willst du dafür haben? 2400... Ja, komm, dann kriegst du eine davon. Tschüss, bis bald. Okay, ausrüsten. Beam. Da, beam. Ach, ich kann die Effekte an- und ausschalten. Oh mein Gott. Ist das dann sowas wie Expertenmodus oder so? Hey, bleib stehen. Dieser ätzende kleine Quälgeist von einem Bruder. Ich wollte mit ihm spielen, da ist der Knilch einfach weggerannt. Pah, in Zukunft spiele ich nur noch alleine. Nein, Nick. Warte, ich will mit dir tauschen. Ja, tauschen. Oh, du blödes Kind. 197 Tode, go. Ja. Was ist dein erster Eindruck vom Spiel? Ich liebe es. Ich finde es super. Es macht super viel Spaß. Okay. Ether-Abwehr hoch. Dafür geht physische Abwehr um 2 runter. Nope. So, da vorne ist noch eine Quest. Ach, du liebes Bisschen. Meine beiden Enkel zanken sich. Sie wollen in einem Wettstreit entscheiden, wer der Stärkere ist. Natürlich möchte keiner verlieren, deshalb trainieren beide hart. Das hört sich nicht gut an. Ach, die Jugend von heute. Solche Sorgen möchte ich haben. Drück mal Plus, mach ich gleich. Ich hoffe aber trotzdem, dass der Jüngere gewinnt. Immerhin ist er mein eigen Fleisch und Blut. Würdet ihr ihm diese Kekse bringen, die ich gebacken habe? Vielleicht spornen sie ihn ja zur Höchstleistung an. Klar. Ich danke euch, meine Beine lassen mich allmählich im Stich. Selbst der kurze Weg ins Wohnviertel fällt mir zuweilen schwer. Gut, ich kümmere mich darum. Gebt diese Kekse meinem Enkel und nascht nicht unterwegs davon. Würde ich nie tun. Okay, also ich soll Plus drücken. Ja. Mit dem Expertenmodus hier.
Ist derzeit... Ah, das? Oder was meinst du? Nee, ich lasse ihn mal aus. Ich bin kein Experte. Endlich ein paar Tauschpartner. Möwenzahn. Nee, lass mal. Warte, was kann ich hier kaufen? Hat er jetzt was anderes? Nein. Okay. Good day. Hallo. Meine Nichte möchte, dass ich ihr etwas Niedliches schenke. Aber was? Ich habe keine Ahnung. Könnt ihr mir nicht helfen? Klar. Großartig. Da wird sie sich aber freuen. Mission erfüllt. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt wieder gemacht habe. Du hast die Bitte des Bewohners erfüllt. Seine Nichte hat sich sehr über das Geschenk gefreut. Keine Ahnung, was ich getan habe. Ach du. Hi there. Hi there. Mein Nichtsnutz von Sohn ist sowas von ungeschickt. Er hat schon wieder etwas kaputt gemacht. Ein Erinnerungsstück von meinem verstorbenen Ehemann. Es hat mir so viel bedeutet. Vor einem guten Jahr wurde mein Mann aus dem Leben gerissen. Mein Sohn ist so ein ungezogener Bengel. Ich hasse ihn. Hi, Dad. So, was hast du? Hi there. Hi there. So, aber... Ich sag, wer zum Tauschen? Du? Ah. Hey. Da seid ihr ja ganz schön spät, wenn ihr mich fragt. Tut mir leid, ich habe leider kein Curry mehr für euch. Mehr als 20 Portionen pro Tag sind einfach nicht drin. Hey. Ah, da will jemand tauschen. Rotsalat... Und Chorissalz. Wirkt gegen Schwächeanfälle, Nebenwirkungen, krächzendes Lachen. Belastbares Stück Holz kann zu einem Sprungbrett verarbeitet werden. Aha. Okay, brauche ich aber beides nicht. Hopp. Na, hopp. Rüber da. Du? Hallo. Hallo. Am Start beim Abwehrgeschütz 1 sitzt ein grüner Bluchal. Was ist denn ein Bluchal? Dieses Vieh geht mir sowas von auf die Nerven. Ich kann diese fiesen Hörner einfach nicht ausstehen. Würdet ihr dafür sorgen, dass das Biest von dort verschwindet? Klar. Fein. Ich hoffe, ich muss dieses Vieh nie wiedersehen. Okay. Hallo Schluck. Schluck sage ich schon, Schulk. Der Name ist ja jetzt echt schlimm. Oh, gute Güte. Ihr glaubt nicht, wie schusselig ich sein kann. Doch. Ich habe etwas sehr Wichtiges verloren. Würdet ihr mir vielleicht helfen, es wiederzufinden? Schlüssel verloren, okay. Ich wusste, dass ihr einer Dame in Not helfen würdet. Es ist aber auch wirklich zu peinlich, seinen eigenen Haustürschlüssel zu verlieren. Ich fasse es nicht. Bitte beeilt euch mit der Suche. Du nicht? Du, Rocco! Hallo! Hallo! Ich habe Mamas Anhänger kaputt gemacht. Er war ein Einzelstück, sogar ihr Name war darauf eingraviert. Vielleicht finde ich jemanden, der ihn reparieren kann. Hallo. Komm, wir tauschen. Eine Kartoffel. Nein. Tschüss. So, dann haben wir hier drüben noch Quests. Ich nehme erstmal alles an, was ich so sehen kann auf den ersten Blick. Hi there. In der Nähe des Geschäftsviertels treiben sich Handhasids herum. Sie stellen für unsere Kolonie eine echte Bedrohung dar.
Könnt ihr euch vielleicht um das Hasid-Problem kümmern? Sicher. Oh, vielen Dank. Ich fühle mich schon viel sicherer. Wir haben noch nichts getan, aber okay. Habt ihr noch eine Quest für uns? Hi there. Könnt ihr für mich vielleicht ein paar Strandkrabbel erledigen? Sie tummeln sich am Strand in der Nähe des Geschäftsviertels. Die Biester stellen eine Gefahr für spielende Kinder dar. Sicher. Ihr seid zu freundlich. Die Kinder lieben diesen Strand. Mit eurer Hilfe können sie schon bald wieder dort spielen. Noch was? Hi there. Stellt euch vor, einige Holzhasids haben mich neulich angegriffen. Ich war gerade auf dem Weg zur Tefra-Höhle. Um genau zu sein, auf dem Tefra-Plateau. Würdet ihr den Holzhasids von mir eins auf die Nase geben? Wunderbar. Nun kann ich endlich wieder sorgenfrei durch die Welt wandern. Hi there. Ey, wie fährst du denn noch? Ihr wisst doch sicher, wie leichte Mücks aussehen, oder etwa nicht? In der Nähe vom Abwehrgeschütz 1 schwirren sie zuhauf umher. Leider suchen sie uns auch ab und zu in der Kolonie heim. Könnt ihr nicht ihre Population ein wenig dezimieren? Ich wusste, dass ihr euch der Sache annehmen würdet. Aber seid bitte vorsichtig. War's das? Ja. Holy shit. Hi. Hallo. Wisst ihr, wo man Flederzähne finden kann? Meine Großmutter braucht 2 Stück, sagt sie. Angeblich braucht sie welche zum Sticken. Helft ihr mir, sie zu besorgen? Sicher. 1000 Dank. Viel Glück bei der Suche und passt gut, bitte gut auf euch auf. Oh, einen haben wir sogar schon. Nice. So, mit dir kann ich... Oh Gott, renn doch nicht weg. Wenn Rain mich hochhebt, dann kann ich total weit sehen. Hoffentlich macht er das bald mal wieder. Halt! Halt! Bleib stehen. Komm, sie. Tauschen? Oh ja. Schwache Ramme. Das war doch was für Race, ne? Tauschen. Alles nehmen. Kommt bald wieder. Okay, hier ist sonst nichts. Nee, hier ist nichts. Nix. So. Aber insgesamt finde ich das Spiel bisher richtig gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ist halt so ein typisches RPG mal wieder. Oh, warte. Hi there. Spezialtechniken können oftmals kampfentscheidend sein. Jeder verfügt über ganz persönliche Spezialtechniken. Wichtig ist, sie in der richtigen Weise einzusetzen. Ach. Hallo. Wie läuft es mit deinem Forschungsschulk? Überanstreng dich nur nicht. Pass bloß auf, dass du dich nicht in deiner Arbeit verlierst. Niemals. Ich bin noch kein Workaholic. Zentralplatz. So. Ui. Ui. Schon mal getauscht? Sachen, Dinge, Items? Nette Leute, die Namen verraten wollen, sich ja auch tauschen. Tut mir leid, aber mein Name geheim, will nicht tauschen. Aha. Daran erkennt man also die Tauschpartner. Das ist gut zu wissen. Hallo. Das da hinten ist das Truppenviertel. Zivilisten wie ich sind dort aber nicht gern gesehen. Okay. Aber ich glaube, das ist die Hauptquest, ne? Reisepunkt entdecken. Mist. What the hell are you playing at? Uh-oh. The colonel's gonna explode. Crashing the mobile artillery into a house! How long have you been in the force?
Sorry, sir. Der sieht an wie, der sieht aus wie hier der Larfer, der komische Koch. It's impossible to get back to the military district in only 40 seconds. I don't want any excuses. Champions don't whine, they win. Yes, sir. You're a disgrace to the uniform. Are you forgetting the shame you brought on this force during joint maneuvers with Colony 6? Stick your back into it, maggots! Move it! Yes, sir. Get the artillery back to the military district, double time! Then I want a million press-ups from both of you, and you better not stop until your biceps explode! Colonel, we can't move the artillery. What? You better give a damn good reason why. Aber die Musik ist mal der Hammer. The impact of the crash damaged the ether conduction cable. The ether fuel proceeded to leak out, and now the cylinder is empty. Well, change the cylinder then. Can't you even do something as simple as that? The auxiliary cylinders have all been used up. It'll be 3 days until more come in, sir. I told you to keep a stock of fuel in reserve. Sorry, sir. Nicht verraten. You're nothing but slackers. Same old Colonel. At this rate, the men will all be dead before they see any action. Der hat ihn gehauen. So ein Drecksack. Who's this? Ein kurzer Blick genügt. Ihre Schwächen sind offensichtlich. Seht euch den dort drüben an. Mo geht sich schon wieder durch. Who's this? Ah, ihr wollt tauschen. Sagte es doch. Oh Gott. Okay. Uninteressant. What's up? In der Nähe vom Abwehrgeschütz 1 halten sich Seeflamis auf. Könntet ihr ein paar von ihnen für mich beseitigen? Normalerweise kümmern wir uns regelmäßig um die Monster dort. Wir wollen ja nicht, dass unsere Geschütze beschädigt werden. Ihr seid eine große Hilfe. Wir haben derzeit viel um die Ohren. Passt gut auf euch auf. Was ist denn hier mit den Gelben? Yes. Strengt euch an! Ich will euch schwitzen sehen, ihr Würmer!